bisschen was Allgemeines über Wein. Die Rebe selber, die Vitis Silvestri, diese Urrebe, die ist rund, also ist ein bisschen älter als der Mensch, und zwar rund 60 Millionen Jahre alt. So lange gibt es im Prinzip Weinreben. Ist eigentlich immer dort zu Hause gewesen, wo es ein bisschen warm war. Wenn Sie dann ein Wein im Glas haben, ich mache mal so ein bisschen was rein, sagt man, also man spricht da von den drei Nasen. Ja? Also das erste ist, man nimmt einfach den Wein und riecht rein. Noch nicht schwenken, das Schwenken macht man beim zweiten Mal. So haben Sie erstmal so die Primäraromatik, so können Sie erstmal so eine Art Leitaroma, das werden wir gleich beim ersten Mal merken, also ein Leitaroma feststellen. Und dann fangen Sie an, entweder machen Sie es hier ein bisschen oder Sie schenken es ein bisschen in der Hand frei. Aber das ist es zum Üben. Und dann nochmal die Nase reinhalten, dann merken Sie schon gleich, aha, da passiert noch ein bisschen mehr, da kommen noch mehr Aromen raus. Ja, und dann dürfen wir endlich trinken. Es müsste Ihnen aber schon das erste Mal eigentlich ein Ding einfallen oder beziehungsweise eine Obstsorte einfallen. Ich hätte jetzt Birne gesagt, aber... Ja, das ist auch mit drin, ja. Pfirsich? Nein, Aprikose ist eher eine Sache des Rieslings. Mhm. Ist eher grüner Natur. Rhabarber. Stachelbeere? Stachelbeere, ja. Stachelbeere ist es. Das ist das Leitaroma, ja, eines Sauvignon Blancs.